Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Murago, und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind über Let's Play Mafia, Mafia 3 Definity Edition und sind dabei für Vito wieder mal einen Truck zu klauen. Dieser befindet sich da drüben. Die Frage ist, no color the Lord. Okay, da kommen wir eh nicht rein als Farbiger. Keine Zeit zum Falschen. Das hier ist kein verdammter Bauernmarkt. Normalerweise mache ich sowas nicht. Da ist der Truck, den ich haben möchte. Da ist der Gasbuddel, die ich hier umgehe. Ich glaube, er hat eine Waffe. Die Polizei hier drüben. Er macht uns fertig. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Jo, mein Freund. Dir ist doch nicht mehr zu helfen. Okay, Telefonvermittlung. Hallo? Ja, hier. Telefonvermittlung. Alexandra meinte, ich soll mich melden. Ich könnte Hilfe bei dem Telefon brauchen. Klar doch. Okay, ganz doofe Idee. Hat nicht gereicht. Gibt's hier im Bayou keinen anderen Ort, wo die scheiß Bullen abhängen können? Okay, wir müssen mal hier rüber huschen. Ich geh in Deckung. Er geht nirgendwo mehr hin. Verschaff mir etwas Zeit. Ich hab verwiesen. Okay, der ist dann letzten Moment doch nochmal hin. Trotzdem auch wieder hin. Deckung geht, ist immer eine gute Idee. Hilft meistens nur nicht viel. Wirklich nett, dass du zu uns kommst. Jetzt sicher, so bin ich halt. Gib mir die Ich sitze hier. Okay, hoppala. Scheiße, ich muss nachladen. Wo ist der denn? Schwein gehabt. Ich glaube, da müssen wir das Gerät echt wechseln. Bereits im Karnickel verschossen. Etwa zuerst schießen lassen? Jep. So, der ist auch erledigt. Was hat das Meer uns denn da angespült? Weiß ich nicht. Alter, kannst du mal aufhören, auf den Truck zu schießen? Ich muss nachladen! Asche zu Asche, Schwanz! Wer veranstaltet hier ein Gemetzel? Komm mal oben, Kopf. Ich weiß, dass du da bist. Okay. Er hätte besser laufen müssen. Der andere ist irgendwo da hinten. Ach, da. So, der ist weg. Ach, da oben bist du, mein Freund. Scheiße, ich halte nicht mehr lange durch. Alter, Glückstreffer. Alter, das kann doch nicht sein. So Noob-Schüsse ungezielt übers Rohr, der hat gepasst. Ah. Das heißt, wir spawnen wieder irgendwo in Tumbuktu und die Mission ist weg. Das heißt, wir müssen neu suchen. Ah. Alles nicht so gut. Okay, wie ist das Auto noch hier? Die Truckmission ist doch noch da. Das ist schön. So. Die Frage, wie sieht es munitionstechnisch aus? Ja. Ich habe quasi Bedarf an allem. Kannst du mir helfen? Bin im Bayou. Ja, mal gucken, ob man den Weg findet. Da kommt er lang gefahren. Biegt er ja ab? Nein, der hält da vorne an. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Bescheid. Gekonnt, hoffentlich kommen wir ja so rüber. Jupp. Zeig mir mal, was du hast. Okay. Können wir auch.
könnten ja auch mal was anderes noch mal nutzen hier. Vielleicht so spezielle Sachen hier. Sowas wie das hier mal. Einfach mal bei was können. Sorgsam damit um. Ich immer. So, das Spannende, was ich mir gerade frage, ist... Okay, da ist ein Auto drin. Ja, schnell rein ins Auto hier. Fahren wir doch mal wieder schnell hin. Du klär die Sache. Viel zu viel Leistung für den Boden hier. Und Gas. Auf geht's. Oh, schön hier lang rum. Schön lang gezogene Gerade. Kommt wieder eine schöne Brücke. Wenn die ein bisschen steiler wäre, wäre dann sogar eine gute Rampe. Kurz an, hart angebremst hier. Kurve geschnitten und auf die große Straße jetzt hier. Oh. Wo geht denn das eigentlich hin? Naja, da ist Tatsache. Fährt aber ein bisschen blöd die Kurve, die Führung. Ich hätte jetzt erwartet, dass er uns anders leitet. Und naja, mit dem Auto ist er schnell erledigt. 1600 ist er noch. Geht gerade an den. Das hat die da vorne schon gesagt, musste sie fragen. Bis es Slalom hier gefahren war. Okay, kriegen wir die Lücke noch, kriegen wir die Lücke noch. Ja, die Lücke hat gepasst, Alter. Da war auch nichts mehr zu machen. Da wäre schon der nächste Alkohol-Truck für Berg. Okay. Grobes Feuer auf alles. Einfach großes Kaliber. Okay, da sind die ersten 100 sind raus. Ich weiß, dass du da oben bist. Okay, irgendwo. Ah, da hinten ist noch einer. Okay, Granaten. Okay, der eine ist da drüben weg. Hier ist er. Holt ihn euch. Nicht weiter so Männer verlieren. Okay. Kannst du mal retten? Schön wär du. So wird das alles nix hier. Böse Bude oben ist weg. Das Problem ist, dass du mit dem Geschoss nicht rennen kannst. Scheiße, ich muss nachladen. Hier ist er. Holt ihn euch. Okay, der ist da weg.
Wo rennst du hin, mein Freund? Da unten. Okay, jetzt ist er doch weg. Doch ein bisschen sehr träge. Wenn man in Deckung geht, sollte man auch achten, dass die Füße in Deckung sind. Okay, jetzt haben wir dann doch endlich mal alle erwischt. Naja, die Ausrüstung ist vielleicht nicht gerade das Beste für diese ganze Aktion hier. Aber irgendwie musste ich ja jetzt mal klar machen, wer hier der Chef ist. So, Pistole haben wir noch ein bisschen was. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Hör auf zu jammern. Ist nervt, hör auf zu jammern, habe ich gesagt. Gut, einsammeln gibt es ja wenig, leider. Gehen wir mal ein bisschen Kleingeld noch. Okay, jetzt haben wir den Truck auch für Vito. Wir hatten da wieder so scheiße ein Auto geparkt. So. Erstmal. Jetzt sag bloß, ich hab einen Platten. Wegen ihrer Ballerei habe ich einen Platten. Na gut. Dann muss es so gehen. Der Platten scheint im Trailer zu sein. Weil die Zugmaschine scheint einem mal so gut zu laufen. Ist nervt mir gerade ein bisschen 2300 mit dem Geschoss. War doch langsam beschleunigt. Und damit überholen wir komische, schrottige PKWs. Das Lustige ist, dass die entgegenkommenden PKWs auch nicht ausweichen. Die hupen einfach nur und sagen, jetzt macht den Platz. Was natürlich bei so einem Geschoss eine ziemlich blöde Idee ist. Weil ich brauche keinen Platz mehr. Mach es nur, weil es Geschwindigkeit kostet. Wollen wir da bestimmt rechts abbiegen? Oder auch nicht. Und Vollgas, ja, wo will denn der uns hinführen? Ach, hier ist jetzt abbiegen angesagt. Rum mit dem Geschoss hier. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Tut mir leid. Ich würde mich interessieren, wo der Platten ist. Tausender. Und dann kümmern wir uns storymäßig. Oder unser Drogengeschäft läuft schon. Mal schauen. Auf alle Fälle wäre es wieder mal eine gute Idee, das Kickback einzusammeln. Für Karacho ist da nichts mehr mit ausweichen. Ja, mach das mal. Ich wende dann erstmal hier. Mitten auf der Kreuzung. Das ist das Problem, habe ich verdrückt, habe dabei aus Versehen eine Granate aus dem Fenster geworfen.
ja immer diese Fäkalsprache. So. Ah, die Baustelle. Zur Baustelle soll es gehen. Nicht gerade der beste und einfachste Weg, um den Ding loszuwerden. Haben die eigentlich den Kran schon wieder repariert? Nein. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Jupp. Ich wiederhole. Suche einstellen. Der Verdächtige hat ja auch gerade geliefert. Eigentlich hätten sie die Krane schon mal reparieren können. So. Das heißt, ich bin in der Innenstadt und bräuchte Nachschub. Genau, wir müssen mal die Waffe tauschen. Hat zwar Spaß gemacht mit dem Ding, aber so groß ist denn. So, dann schauen wir mal rein, was du hast an Waffen. Sag mir Bescheid. Zeig mir mal, was du hast. Genau, zeig mir, was du hast. Und zwar, wir werden da wieder hier reingehen. Und, die gute alte, die Kashi mitnehmen. Schön wäre mal Magazin, das haben wir auch schon maximal, verringert die Rückstoß. Das ist alles nicht mehr so spannend. Zurück. Hier gibt's sonst nichts, ja. Verbesserungen. Die haben wir ja auch schon gemacht, Fahrzeugpanzerungen. Verbesserter Antrieb, verbesserte Spitzentempo und Beschleunigung deiner Fahrzeuge. Verbessertes Chassis, verringert Gewicht, ah, das haben wir auch schon. Den haben wir noch nicht, kostet 28.000, nicht gerade billig. Oh, persönliche Upgrades, ja, das ist unsere Ausrüstung, persönliche Upgrades. Können wir auch noch ein bisschen was rausholen, aber momentan alles gesperrt. Ja. Ich weiß nicht, wo du hin willst, aber gut. Ich sollte in der Innenstadt was von dem Geld loswerden. Oh. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Machen wir das auch nochmal. Willst du was einzahlen, Darling? Eigentlich weniger einzahlen, sondern mehr, dass du dich um das Kickback kümmerst. Pass gut drauf an. Bin unterwegs. So, 16.000. Das heißt, wir brauchen ein Fahrzeug. Haben wir die schicken Exoten hier? Nehmen wir den ja. Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Bin dabei, Junge. Ich lass ihn schon mal warm laufen. Schön, dass du warm laufen lässt und nicht wieder pissen warst. Schön. Einmal Auto. Wie bestellt. Okay. Das ist eine große Hilfe. Jo. Hier steht sogar Roxy drauf. So, meine Idee wäre, wir fahren, ich will eigentlich so. Genau. Also lass mich durch. Zurück zu Sammy. Ein bisschen Geld wieder. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was loswerden können. Ich merke schon, ich drücke mich hier so um die Hauptquest so weit wie rum, weil dann ist irgendwie das Spiel zu Ende. Und noch macht es echt Spaß. Oh, Radio ausgemacht wieder hier. Die Autorennennummer wäre ja auch noch da. Wie weit habt denn ihr eigentlich das, die Bar von Sammy renoviert? Das Problem, was ich natürlich habe, ich kann so schlecht unterscheiden, was ist jetzt DLC-Content und was ist zu Mafia 3 direkt dabei gewesen. Weil die Definitive Edition, kann ich nur erwähnen, die hat ja alle Teile, alle DLCs in der. Und wir haben, wie wir jetzt auch schon gelernt haben, upala, das wird ja jetzt auch nicht der letzte Part sein. Der letzte Mafia-Teil werden. Also wir können uns schon auf ein Part 4 freuen. Und angehalten. So. Schon. Auto geparkt. Hey. Machen wir gleich mal hier weiter. Cola abholen. Wäre schön, wenn das Cola abwerfen würde. So, was Sam haben wir denn? Das ist richtig klasse aus, mein Junge. So, hier geht's ja weiter.
Okay. Wir sind drauf. Verbessert. Hey, hör dir mal Little Ernie an. Yep. So, dann mal die Küche, Koch, Upstairs, Kellner. Ah, schon wahnsinnig viel soweit. So, das Painting ist noch. Oh, oben können wir weiter ausbauen. Was haben wir denn? Büro? Dann sind wir ja fast durch. Dann machen wir oben ein Büro hier. Die 70.000. Schön, oben ein Büro zu haben, kann man einiges erledigen. Ja, schön. Aber noch das Painting von außen. Erinnerung an die Jungs. Ja. Dieses Wandbild wird die Leute an Sammy erinnern. Yep. An alles, was er getan hat. Okay, und Billardtisch. Gibt's toll. Früher hätte ich dich beim Billard richtig abgezogen. Okay, was haben wir denn hier? Noch mehr Billard. Für 10.000. Ach, sind wir mal nicht so raus mit den 10.000. Hier sieht's jetzt aus wie in Frisco Fields. Die Leute werden begeistert sein. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Büro, der Next Level. Also, das hier. 10.000. Danach haben wir Sammy komplett renoviert. Wir können ja mal ins Büro hochgehen. Warte, gehen wir hier mal nach oben. Und da gibt es hier nichts mehr zu renovieren. Ah, hier, Büro. Das ist aber nicht das Büro. Das wüsste ich. Das sind irgendwie andere. Okay. Könnte das Büro sein? Nein, das ist die Küche. Okay. Ah, das ist das Büro. Da ist noch ein bisschen Luft. Ist jetzt eher sehr spartanisch. Aber gut. Das ist dann der nächste Schritt noch. Dann ist das auch ausgebaut, dann war es das auch mit Sammy. 10.000 noch. Aber wenn wir hier schon mal unterwegs sind. Also, da holen wir gleich mal noch mal ein bisschen Medipack hier raus. Weil, hängt ja hier rum. Und dann gehen wir noch mal kurz nach unten. Da ist, glaube ich, auch noch eins. Ne, ah, da ist die Schutzweste. Da sagen wir doch nicht nein zur Schutzweste. Oh, da, Schutzweste. Rinde, ich nehme mal mit. Schick, kleine Privatbar, Poker, ja, ganz schick geworden. Es schade nur, dass das einfach alles so nur optisch ist. Man kann wenig damit machen. Leider. Das heißt, wir müssen faktisch nur noch oben das Büro und dann war's das. Dann haben wir nichts mehr zum Renovieren. Wir parken hier bei meinen Autos um, wenn ich den erwische. So, das heißt, reines Auto. So. Und dann haben wir. Und dann können wir ja zurück zum Drogenhandel. Oh, haben wir kurz den Draht noch touchiert. Oh. Eigentlich bräuchten wir nur noch einmal Kickback und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, Sammy. Und los. Bin mal gespannt, was der Drogenhandel da einbringt. Oder was wir dafür noch tun müssen. Oh, aber erstmal gehen wir Stoff. Ich fahre zu meinem Cannabisfeld. Ah, da hat der Vergnügungspark. Oh. Voll Anschlag. Mehr geht nicht. Oh, hier lang rum. Ab ins Grüne zum Grün sozusagen. Hart gebremst an der Tür. Und rein. Mal gucken, was hier Spannendes gibt. Seht ihr das rein?
Wir haben eine Ernte. Grasernte. Deine erste Marihuana-Lieferung ist nun ausgereift. Du kannst sie ernten und verkaufen, um die Pflanzen zu ernten. Geh zur Werkbank in deinem Gewächshaus. Okay, Gewächshaus. Oh, ernten. Jede Ernte erzeugt eine Graslieferung. Die Qualität der Wirksamkeit der einzelnen Lieferung hängt von der ursprünglichen angepflanzten Sorte sowie die eventuelle Verbesserung des Gewächshauses. Wähle jetzt einen Bezirk aus, in dem du deine Ware verkaufen willst. Je nach Nachfrage, Kundschaft und Qualität deiner Ware bekommst du in manchen Bezirken mehr dafür als in weniger. Okay. Das heißt Anbau und Ernten. So, wildes Marihuana. Ernten. Okay. Da würden wir kriegen 2,19. Nachfrage eher niedrig. Ja, dann hier bei Cassandra verticken. Ja. Einmal hier verkaufen. So, Pflanzen. Wildes Marihuana. Andere haben wir noch nicht. Auswählen. Heilige Scheiße, du bist den ganzen Shit schon losgeworden? Ja. Dann komm vorbei. Hab uns gerade schon neu angepflanzt, so. Dein Geld wird gleich wieder ins Geschäft gesteckt. Genau, richtig so. Ich hab dann noch von einer anderen Züchtung gehört. Okay. Ruderalis. Nichts Verrücktes, aber es haut dich um. Solange es einen Zweck erfüllt? Kein Zweifel. Und ein motivierter Veteran wie du hat bestimmt ein paar Ideen, wie man es besorgen und anbauen kann. Alles klar, verstanden. Mal sehen, was ich machen kann. Finde neue Sorten. Um deine Kräuterkundegeschäft zu erweitern, musst du die Proben von besonders kräftigen neuen Grassorten in Nürnberg sammeln. Die Proben können, die sind überall in der Stadt befinden. Wie gesagt, such nach Ruderalis. Macht uns nicht zu Millionären, aber die Leute werden es rauchen. Okay. Aber nicht mehr heute werden wir suchen, weil heute ist die Zeit nämlich rum. Denn das war's heute mit der Let's Play Mafia, Mafia 3 Definity Edition. Ich hatte Spaß. Cassandras Stadtteil Hollow haben jetzt auch Spaß. Die werden kräftig was zum Rauchen haben. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Kommentieren, kennt das Spielchen. Abonnieren, wenn ihr das erste Mal da seid, wäre super. Und ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.